Neue Pokémon nicht mehr in der Wildnis. Partyhut Raupi und Niantic äußert sich zu dem relativ schlechten Hyperbonus in diesem Jahr. Das alles werden wir heute bequatschen. Im Hintergrund mal ausnahmsweise ein Kein-Event-Event, kommt ja auch nicht mehr so häufig vor. Aber nicht wundern, sehr viele Team Go Rocket Rüpel, denn das neue Event mit der Herausforderung, wo wir Rocket Rüpel besiegen müssen, hat wohl schon versehentlich einen Tag zu früh begonnen. Vor einigen Tagen fanden ja die Weltmeisterschaften statt und dort war auch Pokémon Go Director Michael Steranko vor Ort. Ein paar Medien haben ihn wieder interviewt und diese Interviews und Artikel möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. In einem ging es eher darum, dass neue Pokémon in Zukunft nicht einfach nur so in der Wildnis veröffentlicht werden sollen, sondern in ihrer natürlichen Umgebung per natürlichem Feature, so wie es je nach Pokémon eben passt. Die Frage war, ich finde, Dot Esports war das. Die könnten schon ein bisschen kritischer nachhaken, aber vielleicht würde der Michael dann irgendwann keine Interviews mehr geben. So, die Grundfrage. Wir, die Spieler, sind frustriert, dass alle neuen Pokémon eigentlich nur noch hinter irgendetwas versperrt sind. Hinter Eiern? Hinter Raids? Ein-Sterne-Raids teilweise auch, also ich spreche nicht von Legendären im 5er-Raid oder so. Oder hinter Feldforschungen, für welche man auch irgendwie Geld ausgeben muss. 3 Eier ausbrüten und Co. Ja, und da meinte Michael, sie wollen aktuell eher so priorisieren oder sich jedes Pokémon individuell ansehen, die natürlichen Charakteristiken. Na, beispielsweise Zweeps hat man ja bei Partyplay fangen können. Ja, verstehe ich schon, das ist eine Familie, das sind mehrere Pokémon und man spielt im Team mit mehreren Leuten, dort fängt man dieses dann. Ich habe danach auch schon ein paar Mal wieder eine Party, ein Team erstellt und noch kein einziges Zweeps erhalten. Ich weiß gar nicht, ob die momentan noch bestehen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Wenn man dieses eine Event, wo ein Pokémon eingeführt wird oder was auch immer, nicht vollumfänglich ausnutzt, dann hat man die Gelegenheit erstmal verpasst. Ja, stattdessen fange ich Smogon und Magnetilo am laufenden Band. Aber nicht genau dieses Pokémon, welches sich da eignen würde. Klar, Magnetilo und Smogon, die sind dann auch mehrere, wenn man versteht, was ich meine. Okay, und weiter geht es. Wenn sie neue Pokémon veröffentlichen, wollen sie sich die fette Palette an Features ansehen, worüber sie die eben ins Spiel bringen können. Es geht ihnen nicht darum, dass sie einfach nur neue wilde Pokémon veröffentlichen. Aber das macht für mich auch immer so ein bisschen den Reiz aus, einfach in der Wildnis jagen. Doch klar, ich verstehe schon. Sowas wie Kecleon, darauf haben wir auch jahrelang gewartet. Das sind schon so ein paar Pokémon, die sich perfekt anbieten, dass man die über irgendwas anderes veröffentlicht und dann nur so erhalten kann. Aber im Allgemeinen, besonders diese Frage, die eigentlich als Kritik gesehen wurde, ungenügend beantwortet für mich. Hier wird auch gesagt, ja, sie veröffentlichen dann manche Dinge so, wie etwa nur in Eiern und dann irgendwann auch in der Wildnis, vielleicht Jahre später. Bedeutet im Grunde, wir wollen davor noch Brutmaschinen melken und danach gibt es sowieso einen Community Day für ein Pokémon oder so. Hashtag Forever Game. Ein weiterer Artikel drehte sich dann um die Hyperboni. Beim Pokémon Go Fest gab es globale Herausforderungen, die haben wir alle erfolgreich absolvieren können und dadurch sämtliche Hyperboni genießen dürfen. Die ursprüngliche Ankündigung war relativ schwach, dadurch kam auch viel negatives Feedback. Später stellte sich heraus, dass hier ja doch noch viele EP- und Sternenstaub-Boni versteckt waren, sowie das eine oder andere Inkognito. Von daher fand ich diesen Punkt dann eigentlich rückwirkend betrachtet nur noch halb so schlimm. Aber die Antworten von Michael haben mich dann doch ein bisschen aufhorchen lassen, denn er meinte, sie werden immer großzügiger mit den Boni. Er gibt zu, dass sie sehr viel negatives Feedback gelesen haben und das werden sie auch
berücksichtigen für nächstes Jahr eventuell. Aber so über die Jahre meint er, immer mehr und mehr Boni, so aufregender und großzügiger von Niantic. Wir hatten immer schon Doppelsterne-Shop-Events und das war eine heftige Sache für die Spieler. Und nun mittlerweile ist es normal, wenn wir Vierfach-Events haben. Bitte was? Ist es normal, wenn wir Vierfach-Events haben? Wann? Seit wann wäre das denn normal? Überhaupt nicht. Wir freuen uns über jede kleine Kleinigkeit, weil sämtliche Events schwächer werden. Und das kann ich auch gleich beweisen. Aber ja, nein, es muss nicht immer heftiger werden, weil Sternenstaub bleibt Sternenstaub. Früher hatten wir teilweise wochenlang Sternenstaub-Events. Mittlerweile sind die Boni so doppelte EP. Nein, EP, da muss ich wirklich sagen, da sind sie wirklich großzügig geworden, weil offenbar möchte man haben, dass alle leveln, vielleicht Levelerweiterung oder so. Aber früher gab es auch Boni wie doppelte EP für alles. Für komplett alles im Spiel. Mittlerweile nur noch doppelte EP für dies und dann in dem Event doppelte EP für das und dann hier doppelte Fang und dann doppelte für Dreh und so weiter. Und das hat sich eigentlich relativ eingebürgert, finde ich. Das verstehe ich hier nicht so, dass er sagt, ja, mittlerweile ist vierfach Sternenstaub völlig normal für die Leute geworden. Finde ich überhaupt nicht. Michael meint auch, die Erwartungen der Spieler, die steigen über die Zeit, je länger das Spiel draußen ist. Und ich kann nur von mir sagen und so von meinem Empfinden, meine Erwartungen sinken immer mehr in den Keller, weil, ja, ich erwarte nicht mal, dass die Features, so wie sie angekündigt werden, funktionieren. Folglich habe ich keine hohen Erwartungen mehr. Ganz und gar nicht. Doch ich bin wahrscheinlich auch nicht die durchschnittliche Großmutter aus Singapur, die eine halbe Stunde am Tag spielt und noch nie geradet hat. So stellt sich Michael und das Team ja die durchschnittliche Person in Pokémon Go vor. Aber die Abenteuerwoche, die hängt auch so ein bisschen mit den Hyperboni zusammen. Da gab es im vergangenen Jahr, da haben wir diesen fetten Fossil Quest Day mit erhöhter Shiny Chance freigespielt unter anderem. Oder aber, wenn wir einfach nur die Abenteuerwoche aus dem vergangenen Jahr und diesem Jahr vergleichen. Er meint, die Boni werden immer aufregender und großzügiger? Okay, Punkt großzügig. Können wir direkt mal beginnen. Abenteuerwoche vergangenes Jahr? Gratis befristete Forschung. Abenteuerwoche dieses Jahr? Keine gratis befristete Forschung, sondern eine mit Ticket. Ja, das ist aber großzügig. Dankeschön, Michael. Das ist echt, aber bei dem Ticket, muss man sagen, hat man immerhin auch was bekommen. Nicht so wie bei dem Refex-Ticket. Heute, Freitag, wo ich hier spreche, Niantic Support schweigt noch immer. Dann machen wir weiter. Im vergangenen Jahr, viel hat sich bei der Abenteuerwoche auch um Eier gedreht. Im vergangenen Jahr, die halbierte Brütdistanz für das Ausbrüten von Eiern. Perfekter Bonus, auch Free-to-Play und Pay-to-Win. In diesem Jahr keine halbierte Brütdistanz, sondern die doppelten EP aus Eiern. Okay, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, so der Bonus oder der, einfach ausgetauscht. Ich finde den anderen besser mit der halbierten Brütdistanz, aber überlegt man mal ein wenig genauer, wenn man die doppelten Eier ausbrüten kann, erhält man automatisch die doppelten EP aus Eiern. Nicht nur das, sondern man erhält außerdem den doppelten Sternenstaub aus Eiern und die doppelten Bonbons aus Eiern und die doppelte Shiny Chance aus Eiern und alles drum und dran. Folglich, was für großzügiger! Das ist noch ein Beweis, dass die Leute ihr eigenes Spiel nicht spielen und keine Ahnung haben. Man kann ja sagen, okay, wir wollen die Boni ein bisschen runterschrauben, aber dann bitte nicht genau das Gegenteil behaupten, wenn die Faktenlage komplett anders aussieht. Im vergangenen Jahr gab es sämtliche geniale Fossile direkt in der Wildnis. Wirklich, wie eine Abenteuerwoche sein sollte und nicht mit, keine Ahnung, es waren ja nur Nicht-Event-Pokémon eigentlich am Start. So neben Ammonitas, Kabuto, sogar Aerodactyl, nicht nur selten, Necrocnodon, Schilterus, Galapafloss, Flapterix, Balgoras, Amarino, alle genialen Fossile für eine Abenteuerwoche in der Wildnis. Klar kann man ein bisschen was ändern, aber wenn man ein paar Fossile streichen möchte, wieso bleiben dann einfach nur Ammonitas und Kabuto? Und die genialen und wichtigen, die sind dann auf einmal weg. Kann man natürlich machen, aber dann bitte sag doch nicht, dass sie immer großzügiger werden. Ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig.
Bevor wir nun mit dem dritten Thema weitermachen, möchte ich jedoch noch sagen, die Hyperboni, wie sie dann im Spiel waren, die fand ich wirklich genial. Also bei dieser Kritik war ich nicht immer komplett einverstanden. Lediglich in der ursprünglichen Ankündigung haben ja sehr viele Boni gefehlt. Und wenn das so gekommen wäre, hätte ich das schwach gefunden. Ja, eine Abenteuerwoche, nochmal anderes Thema. Doch zu sagen, dass es immer und immer heftigere Boni gibt im Pokémon Go, eventuell vielleicht einfach mal so ein bisschen zurückblicken und schauen, was wir in den vergangenen Jahren so hatten. Alleine schon gratis befristete Forschung, Ticket befristete Forschung. Ich würde im Duden alle Wörter finden, außer großzügig dafür. Dankeschön. Und es geht noch um Party Hut Raupi. Wer mal ein bisschen im Internet vorrangig auf Twitter X unterwegs war, unter den Beiträgen von Pokémon Go, da wird bestimmt schon mal Mike Nerdlaw über den Weg gelaufen sein. Der nennt sich im Internet Partyhead Caterpie Please, also Partyhut Raupi, bitteschön. Kann man vergleichen wie der Uganda-Kommentator, der vor 4 Jahren oder so mittlerweile geschrieben hat, Tag 1 Schilling nach einem Song zu fragen. Und Wochen später sind wir schon bei mehr als 100 Tagen und irgendwann habe ich dann wirklich einen Song wegen dieser Person gemacht. Und sowas ähnliches, nicht wegen mir, aber ich fand es eben vergleichbar, sowas ähnliches macht dieser Mike, der kommentiert jedes Mal, Partyhut, Raupi, bitteschön. Manche nervt er schon damit, doch nach dieser Durchstandskraft hofft er, dass es irgendwann wirklich ins Spiel kommt. Und weil den Reportern dort bei den Weltmeisterschaften offenbar die Fragen, die wichtigen Fragen ausgegangen sind, wurde auch dieses Thema besprochen. Und Michael meinte so, also er hat es nicht kategorisch ausgeschlossen. Er hat so gesagt, naja, ich weiß nicht, wir haben ja schon dieses Cowboy-Hut Relaxo. Vielleicht können wir Cowboy-Hut Raupi irgendwann mal veröffentlichen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jemals ins Spiel kommen wird. Er hat aber nochmal bestätigt, jo, er kennt die Person, hat die Kommentare davon schon natürlich paar Mal gesehen. Ja, ich finde es auch witzig und vor allem, dass er nach so langer Zeit noch immer dran geblieben ist und jedes Mal kommentiert. Manche haben den bestimmt schon blockiert oder ausgeblendet, aber er gibt nicht auf. Sein größter Traum wäre es, wenn dieses Pokémon mal irgendwann ein Event-Kostüm erhält. Ja, ein paar Sachen, die gesagt wurden, fand ich schon interessant, aber sorry, die Aussage mit den Event-Boni hat mich echt ein kleines bisschen sauer gemacht. Na gut, das war's mit der Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.